Heute geht es mal um diese Knolle, um die Ingwerknolle. Die Ingwerknolle hilft beim Abnehmen, vertreibt Erkältungen, ist ein Alleskönner, ein absoluter Superheld. Ich werde euch heute einen Ingwer-Shot zeigen, einmal ohne Entsafter und einmal mit dem Entsafter. Also gesund fürs Immunsystem. Die Schadstoffe des Ingwers fördern die Durchblutung von innen, wirken antibakteriell und verkürzt auch die Erkältungsdauer. Das Gingerol ähnelt übrigens dem Aspirin, ist schmerzlindernd, also hat eine schmerzlindernde Wirkung und hilft gegen Magenschmerzen, also bei Verdauungsproblemen, bringt die Fettverbrennung auf Tour, es wird alles angekurbelt und wirkt wahnsinnig stimulierend. Hallo ihr Lieben, heute wieder mal ein Gruß aus der Küche. Und zwar geht es um Ingwer. Es geht um einen Shot, also einen Ingwer-Shot. Man kann diesen Ingwer-Shot entweder mit Entsafter machen oder ohne Entsafter. Ohne Entsafter würde ich immer einen Bio-Ingwer empfehlen. Kann man erstmal waschen, den Ingwer schälen, also leicht die Schale etwas abkratzen mit einem Löffel. Oder ich in dem Fall habe ihn also gewaschen, weil es ein Bio-Ingwer ist und habe ihn in kleine Stücken geschnitten. So, dazu gebe ich jetzt etwas, den Saft einer halben Zitrone, es soll ein Shot werden, und ein kleiner Shot, ein kleiner Booster für unser Wohlempfinden und frei nach Schnauze Honig. Ich habe hier so einen etwas dunkleren Blütenhonig und es ist ein bisschen wenig. Ich probiere das mal aus, wie das mit einer halben Zitrone ist. Und werde das jetzt mal alles hier mixen. Ich habe übrigens noch eine halbe Zitrone mit dazugegeben, weil das war ein bisschen wenig. Mit diesem Pürierer, das war jetzt der Zauberstab, wären die Stücken, habe ich festgestellt, doch nicht ganz so klein. Deshalb gebe ich das jetzt hier nochmal durch ein Sieb. Das läuft jetzt schön prima hier durch und da hat man wirklich einen tollen Shot. Ich drücke das ein bisschen aus. Hat eine sehr schöne Farbe, ja so Honiggelb, ne? Und uiuiui, ich sag euch, wow. Also, oh, das ist eine ganz schöne Schärfe. Aber ich merke richtig, wie das alles ankurbelt, wie ich richtig wach werde. Also wirklich, ohne Mist jetzt. So, also ich glaube, mehr kann man davon auch nicht trinken. So einen kleinen Shot, deswegen heißt es ja ein Shot. Was aber eine tolle Alternative ist. Ich habe noch so einen Saft, den ich auch sehr gerne im Winter trinke. Aber erstmal jetzt zum Ingwer-Shot mit Apfel. Ihr nehmt dafür den Ingwer, klar, Äpfel und das kommt jetzt alles in einen Entsafter. Ich habe jetzt die Zitrone von der Schale befreit und die Äpfel in Spalten geschnitten und den Ingwer etwas klein geschnitten. So. Wenn ihr Apfel dazu gebt, braucht ihr keinen, dann habt ihr ja so eine natürliche Süße, dann braucht ihr keinen Honig mehr. Und das werde ich jetzt hier mal einfüllen. Ist schon ein bisschen mehr. So. Guck mal, das ist ein ganzes Glas. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie die Mischung schmeckt. Mmh. Ist durchaus milder. Also ihr braucht keinen Honig, Zucker sowieso nicht, keinen Honig. Der Apfel, diese natürliche Apfelsüße, die Zitrone und so ein großes Stück Ingwer reichen völlig aus, um ein wundervolles, gesundes, sehr gut aussehendes, sehr gut schmeckendes Getränk herzustellen. Es ist ein wirklich für euer Immunsystem und für eure Gesundheit ein ganz schneller Helfer. Ihr werdet euch, man merkt es, man fühlt sich sofort fitter. Fitter, man hat das Gefühl, ich habe was für meine Gesundheit getan. Und diese angenehme Schärfe, die sich im Mund so ausbreitet, das ist ein ganz wohliges Gefühl.
Ingwer wärmt ja auch von innen, ne? So, kurzes Shorty-Rezept, also entweder so, ohne Apfel, ist echt ein Burner, es brennt auch. Wer es wirklich hart mag, harte Typen, harte Frauen, die hart im Nehmen sind, oder etwas milder mit Apfel. In diesem Sinne, ihr Süßen, wünsche ich euch immer das Beste, passt auf euch auf, es ist Erkältungszeit und wir können uns natürlich diese Shots auch fertig kaufen, die gibt es ja, das ist ja dieser Trend aus Amerika, ist ja im letzten Jahr natürlich auch hier rüber geschwappt, man kann die auch fertig kaufen. Aber warum fertig kaufen? Die sind A, teuer. Ich würde das jetzt auch nicht unbedingt so auf Vorrat machen, eigentlich immer frisch zubereiten und trinken, weil auch wenn ihr es abfüllt in der Flasche oder in einem Glas, es oxidiert, es kommt Luft dran, auch in der Flasche ist Luft und das schmeckt anders, wie bei einem Orangensaft ist das. Die Getränke schmecken anders, wenn sie eine Weile stehen. Ich würde es zubereiten und trinken. Es ist nicht viel Arbeit. Gut, die Maschine sauber machen ist dann schon Arbeit. Das ist richtig. Aber ihr habt was Gesundes. Ihr habt was Gutes. Man hat wirklich das Gefühl, ich habe mir jetzt was Gutes getan. Vitamine zum Trinken. Und mein Lieblingssaft, das ist übrigens Karotte, Apfel und Ingwer. Das gebe ich auch sehr gerne in die Maschine. Auch. Und natürlich ein bisschen Öl, einen kleinen Schuss Öl, obwohl da auch die Meinungen auseinandergehen. Braucht nur die Karotte Öl, um das Beta-Carotin freizusetzen oder nicht. Also schwedische Wissenschaftler haben gemeint, brauchen wir nicht. Wenn man hat ja irgendwie so genug Fettiges gegessen, das würde sich dann aufspalten, dieses Beta-Carotin. Ich mache immer einen kleinen Schuss mit dazu. So, ihr Süßen, das war der Gruß aus der Küche. Bleibt mir gesund und munter. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.